Mummifreunde und herzlich willkommen zum dritten Spiel am heutigen Tage. Frankreich trifft auf Weißrussland und beide Mannschaften bereits gestern mit ihrem Auftaktspiel. Frankreich grandios gegen Russland gespielt, beinahe die Sensation im ersten Spiel geschafft, aber man unterlag am Ende mit 3:4 nach Verlängerung. Und die Weißrussen, die haben es geschafft auf der anderen Seite, besiegten Schweden mit 2:1 in regulärer Spielzeit, holten sich damit wichtige 3 Punkte und fügten den Schweden vor allem eine bittere Niederlage zu. Sie konnten sich über die Spieldauer nicht davon losreißen. Man hat nicht wirklich das Eishockey gezeigt, was man sonst so kann. Und heute trifft man auf Frankreich. Heute will Weißrussland die nächsten 3 Punkte holen. Aber auch Frankreich hat nach dem Spiel gegen Russland natürlich hier Lunte gerochen und möchte entsprechend heute auch wieder punkten. Wir dürfen gespannt sein, welches der beiden Teams hier die Punkte holen wird oder ob man bei den Franzosen erneut sich die Punkte teilen muss. Das werden wir in die nächsten 60 Minuten erfahren. Levcha, da ist Boyarchuk, da ist Lyshishkin, da ist Yeremyenko. Die Namen sind einfach unheimlich schwer. Yeremyenko, Otowetz, Ovichu, Frankreich. Jetzt mit der Offensivchance. Über die linke Seite, über Roussel. Zurückgelegt auf Patrice Belmar. Pierre-Édouard Belmar, nicht Patrice. Wie komme ich auf Patrice? Pierre-Édouard Belmar, der Franzose, der seit 2017 im Dress der Vegas Golden Knights ist. Auch sehr, sehr interessant. Werden wir Belmar im Dress der Franzosen sehen? Zum Zeitpunkt der Aufnahme, 9. April. Vegas übermorgen mit dem Auftakt gegen die LA Kings in der First Round der Playoffs. Die Franzosen hoffen's. Aber Belmar und die Vegas Golden Knights wollen natürlich weit kommen in ihren ersten Playoffs seit Bestehen der Franchise. Grinon, vorsichtig. Berthaud, da ist es! Frankreich führt! Klasse gespielt, eiskalt abgezockt. Und im Nachschuss dann die Franzosen mit dem 1:0. Klasse, klasse, klasse gemacht. Belmar von den Golden Knights im Expansion Draft übrigens von den Philadelphia Flyers geholt. Dort spielt er seit 2014. Und wie gesagt, jetzt also bei den Vegas Golden Knights unter Cheftrainer Gérard Gallant. Sehr, 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 sehr geil. Frankreich mit Dudo Favel. Grignon, vorsichtig, jetzt ein 2:0 erzielen wäre für die Franzosen absolut top. 7 Minuten noch im ersten Durchgang. Denisov, oh, da ist die Chance für die Weißrussen. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht möglich. Es ist unglaublich. Frankreich immer wieder on the top. Und sie kämpfen. Und das sieht man ihnen an. Es ist sehr, sehr interessant. Solis mit der Chance. Da ist es! Frankreich erhöht auf 2:0. Let's go Franzosen steht da. Normalerweise let's go France. 3 Schüsse, 2 Tore, Frankreich heute eiskalt, Tim Boson. Auch kein Unbekannter, der Tim Boson. Seit 2017 spielt er beim IHC Kloten aus der Schweizer National League. Wurde 2012 in dritter Runde an 64. Position von den Montreal Canadiens gedraftet, spielte aber nie in der National Hockey League, gab mal bei den Hamilton Bulldogs und bei den St. John Ice Caps Auftritte für ihn. Und da ist aber erstmal Videobeweis. Weißrussland hier mit dem Schuss. Und dann aber, warum soll der nicht zählen? Meiner Meinung nach muss er zählen, der Treffer von Remesov. Keine Torhüterbindung, doch hier. Aber jetzt kommt die Scheibe. Ich bin gespannt, wie der Schiedsrichter entscheiden wird. Schwierig zu analysieren. Zählt nicht. Bitter.
zum Zeitpunkt des Passes wahrscheinlich noch an Cristobal Huguet dran gewesen. Und dementsprechend zählt dieser Treffer nicht. Cristobal Huguet übrigens auch sehr, sehr lange in Deutschland gespielt. Auch mal bei den Los Angeles Kings in der National Hockey League. Von 2002 bis 2004 wurde auch von den Kings 2001 gedraftet. Hat insgesamt 272 NHL-Spiele gemacht. Zuletzt für die Chicago Blackhawks. Seit 2012 spielt er für Lausanne. Auch schon etwas älter. 1975 ist Jean-Martin Derr geboren. Französisch-Schweizer Eishockey-Torwart. Also, 4 Schüsse auf beiden Seiten. 2 Tore allerdings für die Franzosen. Und dementsprechend mächtig viel Druck jetzt in Richtung Weißrussland. Man hat im Auftakt Schweden besiegt. Heute schwimmt man gegen die Franzosen. Und das ist typisch für die Platsche-WM. Da ist wirklich alles möglich. Pierre-Édouard Belmar, da ist Roussel. Super aufgestellt, da ist Belmar, aber Kulbakov mit dem Save. Torhüter Ivan Kulbakov. Spielt für Weißrussland und aktuell bei den Quad City Malats in der ECHL unterwegs. Auch schon dieses Jahr 8 Partien gespielt für die Cleveland Monsters aus der American Hockey League. Und dieses Mal darf er bei der Weltmeisterschaft dran. Da ist Levcha, Chance für Weißrussland. Bitter, dass das Tor nicht gezählt hat, aber man darf sich damit nicht wirklich aufhalten. Sondern man muss weiterkämpfen, weiter nach vorne gehen. Cleveland Monsters rühren aus der Franchise der Lake Erie Monsters. Wieder umfirmiert. Seit 2016 heißen sie Cleveland Monsters. Davor eben bis 2016 die Lake Erie Monsters. Farmteam der Columbus Blue Jackets. Roussel auf Didier Fauvel. Belmar. Immer wieder Belmar. Immer wieder gute Position. Immer wieder schön, wie er die Scheibe zum freien Mann bringt. Aber es bleibt erstmal beim 2:0. Frankreich kann damit, glaube ich, sehr zufrieden sein. Nicht mehr als notwendig. Aber es reicht einfach im Moment aus. Und da ist die Chance. Schön gemacht. 3:0. Und im Rebound hat er das Ding reingeschoben. Berthon. Klasse. Weltklasse gemacht. Absolut genialer Spielzug. Frankreich erhöht durch Elio Berthon. Wahnsinn. Im Nachschuss bringt er diese Scheibe unter. Elio Berthon seit 2016 beim HC Ampri Piotta. Bislang lediglich in der Schweiz gespielt. Für Frankreich läuft er im Nationaltrikot auf und macht hier die 3-Tore-Führung. Bunitski, aber Cristobal Huguet mit weißer Weste. 3:0-Führung. Das ist der absolute Wahnsinn. Frankreich. Und so viel muss man, glaube ich, sagen, mausert sich hier tatsächlich zu so einem kleinen Geheimfavorit. Gegen Russland führte man ebenfalls, beziehungsweise holte man ein 0:2 auf. Und konnte dann kurz vor Schluss das 3:3 erzielen, nachdem Russland zwischenzeitlich wieder in Führung gegangen war. Jetzt also führt man mit 3:0 und das ist die beste Ausgangssituation, die man haben kann. Für Frankreich wären es die Punkte 2, 3 und 4. Wichtiger Schritt auf dem Weg ins Viertelfinale. Gegen Russland Punkt geholt, wo man das vielleicht nicht erwartet hätte. Aber gegen Weißrussland, da war der Kampf groß. Und da ist der Kampf auch noch groß. 3 Minuten noch im Mittelabschnitt und dann nochmal 20 ganze Minuten im Schlussabschnitt. Nächste Chance. Verdeckter Schuss, aber dieses Mal war er dran.
der Keeper der Weißrussen, die jetzt ihrerseits versuchen wollen, Christo Balhuillet zu überwinden, aber sie scheitern schon an der gut stehenden Abwehr der Franzosen. Gefallen mir richtig gut dieses Jahr, muss ich wirklich sagen. Frankreich ja ansonsten nicht so die Mannschaft, die mich jetzt mega interessiert, aber bei der Blatschen Weltmeisterschaft machen sie bislang einen wirklich hervorragenden Eindruck. Und da ist es! Kurz vor Ende des Mittelabschnitts. Das ist psychologisch extrem wichtig. Der 1:3 Treffer aus weißrussischer Sicht durch Oleg Jewenko. Klasse gespielt. Wunderbar gemacht. Und seit 2017 spielt er in der American Hockey League für die Stockton Heat. Kam letztes Jahr von den Cleveland Monsters. Stockton Heat, das Farmteam der Calgary Flames. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. 8:12 Schüsse, 1:3. Und ich glaube, wir werden hier nochmal richtig was erleben. In diesem letzten Abschnitt. Oleg Jewenko lässt Weißrussland erstmal wieder hoffen. 1991 in Minsk in Weißrussland geboren. 2,01 Meter groß, 107 Kilo schwer. Der bringt Kampfgewicht mit aufs Eis. Hat ganz früher mal 2008, 2009 in der Krefelder Jugend gespielt. In der U18. Dann für die Adirondack Flames, die damals ja das Farmteam waren, der Calgary Flames. Adirondack Flames, damals auch unter anderem David Wolf im Farmteam der Calgary Flames. Ja, und heute spielt er für die Stockton Heat in der American Hockey League und macht für Weißrussland erstmal wieder die Hoffnung groß. Belmar, da ist Russell! Und der hätte hier wieder auf 3 Tore erhöhen können und damit den Weißrussen eventuell den Zahn gezogen. Levcha wartet ab, lässt die Spieler nachrücken. Jetzt irgendwie die Scheibe. Jerimojenko! Und Christobal Hüje. Moron. Ja, Weißrussland hofft noch. Man konnte den Auftakt fulminant gegen die Schweden gewinnen. Und man hätte am liebsten heute hier angeknüpft an diese Leistung. Aber die Franzosen zeigen einfach Kampfgeist und machen es den Weißrussen extrem schwer. Mit 6 Punkten im Gepäck nach 2 Spielen. Das wäre natürlich für Weißrussland extrem genial gewesen. Nächstes Spiel für die Weißrussen am 7. Mai gegen Russland. Auch da wird es wieder eine sehr schwere Partie. Und ich freue mich gleich auf die weiteren Partien des heutigen Tages. Denisov, Grabowski, jetzt den Anschlusstreffer und das Spiel nimmt vielleicht nochmal eine Wendung. Finnland, Südkorea, Tschechien, Slowakei und Dänemark gegen die USA noch im Petto. Es bleibt weiterhin richtig spannend. Crinon, Bertrand, zurückgelegt auf Didier Fauvel. Crinon kommt durch zu Bertrand, da ist Bertrand. Und das reimt sich ja fast alles bei den Franzosen. Bertrand, Crinon, Bertrand. Wahnsinnig. Aber Weißrussland kommt über Boltruck, über Grabowski. Denisov wieder Grabowski. Die harmonieren ganz gut, die zwei. Aber der Abschluss fehlt. Denisov auf Falkowski. Und da ist Christo Balhuillet. Macht sich groß. Und sichert Frankreich diese 2-Tore-Führung, die immens wichtig ist. Die sollte man so einfach nicht hergeben. Man sollte kämpfen. Für Frankreich wäre es ein wichtiger Sieg. Sollte es so bleiben. Gutig. Nächste Chance. Frankreich kommt. Clairaut. Nächste Chance, aber Kubalkov. Mit allem, was er hat. Mit seiner Fanghand. Klasse, absolut Weltklasse. Oh, wie du! Schade, wieder gut abgefälscht. Drei Minuten 20, die Zeit wird natürlich jetzt ein Faktor. Und bislang Frankreich
nicht mit dem Eindruck, als wollte man diese Führung noch aus der Hand geben. Bozon! Man wollte eher hier noch einen draufsetzen, um das Ding hier endgültig vom Tisch zu kriegen. Lushkin geht über die linke Seite. Jetzt muss es schnell gehen, aber die Franzosen sind gleich am puckführenden Spieler dran. Jetzt aber, Weißrussland setzt sich durch. Bojatschuk. Gutowitz. Achtung, Strafe Frankreich. Jerimojenko, da ist Bojatschuk und übers Tor. Strafe Frankreich. Das kann nochmal Auftrieb geben in Richtung Weißrussland. Der Kapitän muss raus. Der Franzosen Pierre-Edouard Belmar. 48 Sekunden. Und da noch eine Überzahl für Weißrussland. Jetzt schnell den Anschluss. Und wir erleben hier noch eine spannende Schlussphase. Da ist die Chance. Frankreich muss jetzt ackern. Weißrussland muss kämpfen. Schnellstmöglich den Anschluss erzielen. Aber Christophe Allier, der hat die Zeit. Weltklasse vom französischen Keeper. Absolute Weltklasse. Und es macht so viel Spaß, diese Weltmeisterschaft wieder zu kommentieren. Einmal im Jahr kommt das vor und da freue ich mich immer wieder drauf. Zweimal hatten wir schon die Olympischen Spiele, 2014 und 2018. Im Februar nächsten Olympischen Spiele 2022. Und hier sind es noch 20 Sekunden. Es verdichtet sich, aber da ist es. Der Anschluss. Es wird nochmal spannend, liebe Freunde. 3:2 nur noch. Mikhail Stefanovic lässt Weißrussland hoffen. Was hat Weißrussland noch im Petto? Wohin kann die Reise gehen? Das ist hier die große Frage. Noch ist Zeit da, wenn auch nur knapp. 18 Sekunden. Bulli schon mal gewonnen. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt aber Krapowski. 10 Sekunden. Da ist die Chance. Christophe Allier. Weißrussland gibt nochmal alles. 6 Sekunden. Jetzt muss irgendwo der Blue Liner kommen. Da ist Luca. Der hat die Chance. Scheibe prallt ab. Das war's. Frankreich rettet sich knapp mit 3:2 über die Zeit. Gratulation an die Franzosen, die damit die wichtigen Punkte holen. Und für Weißrussland ist es wieder ein Dämpfer nach dem Auftaktsieg gegen Schweden. Wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich über Daumen sehr freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr gleich wieder einschaltet. Dann Finnland gegen Südkorea. Bis dahin, euer Bloody LP.